So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und wir haben wieder ein neues Adventskalender-Türchen für euch vorbereitet. Heute ist der... eigentlich der 16., aber wir müssen jetzt das 17. Türchen aufmachen und fangen natürlich wieder an mit dem Adi seinem Kalender. Die 17 ist... ich hoffe, keine Fische. Und es sind... es sind die Fische, aber war ja klar, dass die wiederkommen. Adi, guck mal, Fische. Er findet noch nicht mal das richtige Türchen, egal. Die scheinen wohl geruchsneutral zu sein. Wir gucken mal, wie er reagiert diesmal, wenn man ihm so einen Fisch gibt. Der hat die ja beim letzten Mal verschmäht. Was ist denn? Jedes Mal. Adi, nimm doch einen. Komm, wenigstens einen. Adi, Fisch. 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 Er hat einen in den Mund genommen und dann hat er ihn wieder fallen lassen. Gut. Ich tue ihn mal wieder hier rein. Vielleicht hat er ja später noch Lust drauf und überlegt sich's anders. Nö, kein Interesse. Super Investition auf jeden Fall. Wir machen jetzt aber den Bier-Adventskalender auf und haben hier nämlich Türchen Nummer 17 hier am Rand. Der Kronkorken ist schon wieder neutral. Ich bin mal aufs Etikett gespannt. Ich suche immer noch das 5-Punkte-Etikett, das 5-Sterne-Etikett, was richtig abgeht. Wir schauen mal hier oben drauf. Es ist ein neutrales, sieht aus wie beim Oettinger, ne? Haben sie wieder gespart. Auf der anderen Seite sehen wir Ladenburger. Ausgezeichnet als eines der besten Zwickel. Der Falco trinkt immer Zwickel. World Beer Awards, Germany Gold. Ladenburger Zwickel, Zwickel naturtrüb. Das müsste dem Falco auf jeden Fall gefallen. Hat hier einen schönen goldenen Adler mit Krone auf dem Etikett. Es ist relativ schlicht. Ich würde auch nicht sagen, dass das deprimierend aussieht. Es ist nicht überladen. Also wenn das im Regal steht, das würde mir auf jeden Fall auffallen. Ich würde erstmal denken, das ist ein Cola-Mix oder irgendwas, aber es ist ein Bier mit 5,2% mit belebtem Brauwasser nach Granda. Frisch, natürlich hefetrüb. Ladenburger.bier. Etikett würde ich würde sogar 4 von 5 Punkten geben für das Etikett. Weiß ich nicht. Ich finde, es hat irgendwie was. So schlicht wie es ist, so sehr berührt es mich auch gleichzeitig. Wir öffnen aber natürlich, und jetzt bin ich mal gespannt, wenn der Falco den ganzen Tag Zwickel trinkt, wie so ein Zwickel überhaupt schmeckt. Da war auf jeden Fall ordentlich Druck dahinter. Wir haben wieder unser Bier-Tasting-Glas und füllen das jetzt mal ein, um zu schauen, was das gute Ladenburger. Vielleicht gefällt mir das deswegen so gut. Ich denke immer zu, das heißt Burger und nicht Burger. Jetzt füllen wir das mal ein. Hat auf jeden Fall eine goldige Farbe. Es steht zwar da trüb, aber ich finde, die Farbe ist trotzdem relativ kräftig. Beziehungsweise sieht relativ gut aus. Wir schaffen es wieder nicht, den Rest einzufüllen. Hätten wieder langsamer sein müssen. So, erstmal den Schaum weg. Der war diesmal gar nicht so unangenehm. Guckt euch die Farbe an. Was sagt ihr dazu? Es zirkuliert auf jeden Fall richtig schön und perlt durch die Gegend. Es sieht jetzt nicht ganz so ausgewaschen aus, wie ich das bei anderen kenne. Trotzdem ist es natürlich nicht ganz so klar. Es ist ja etwas trüb, aber irgendwie trotz der Trübe ist es... hat es eine schöne Farbe eigentlich. Also mir gefällt die Farbe eigentlich. Und diese Kombination, ich würde selbst hier auch 4 von 5 geben. Mal mag ich das nicht, wenn es trüb ist, aber dieses Trübe mit der kräftigen Farbe zusammen ergibt trotzdem was Gutes. Der Schaum ist auch einfach ultra präsent. Guckt euch den Schaum an.
4 von 5 fürs Etikett, 4 von 5 für Farbe und Schaum. Jetzt muss ich den Schaum aber nochmal wegsaugen. Ah, wir kommen zu Geruch. Auch wenn ich nichts mehr rieche, trotzdem. Geruch kurz und knapp. Ich würde für Geruch auch einfach eine 4 von 5 geben. Wir sind gerade so gut dabei. Das gefällt mir gerade so gut. Da bin ich mal großzügig gegeben, auch bei Geruch. 4 von 5 Punkten. Für 5 reicht es nicht. Es riecht trotzdem angenehm. Obwohl ich kaum was rieche. Es riecht angenehm. Ich finde nichts Schlechtes daran. Das muss ich auf jeden Fall aber über das Mittelmaß erheben. Und dann als Wichtigstes kommt natürlich noch der Geschmack. Bitte gebt mir auch eine 4 von 5. Ich will so eine 4-4-4-4 Reihe bilden. Oder mach eine 5 draus. Das wäre auf jeden Fall auch richtig genial. Wir probieren mal einen Schluck. Am Schaum alleine kann man ja nichts feststellen. Bin ich mal gespannt, wie so ein Zwickel von Ladenburger schmeckt. 1789. Ich würde sagen, ich weiß immer noch nicht, was eine 5 ist, aber ich glaube, wir können die 4 geben. Einfach ohne Begründung, einfach nur, einfach 4, fertig, muss reichen. Na, ihr trinkt das und ihr habt beim Trinken das Wässrige, was ich sonst erlebe, bleibt aus. Ihr habt beim Trinken schon einen präsenten Geschmack. Ihr merkt, da ist auf jeden Fall was da. Wenn ihr absetzt, habt ihr auch eine etwas bittere Note. Aber nicht so krass bitter, so chemisch wie sonst die anderen. Also ich glaube, so muss ein Bier im Endeffekt auch schmecken, dass du etwas merkst. Das lebt ja von den Bitterstoffen auch trotzdem irgendwo. Also, ja, sonst hatten wir immer Mittelmaß, Mittelmaß, Mittelmaß. Ich finde gerade durch den geringen Nachgeschmack, der ist da, aber nicht so extrem präsent, dass der nicht unangenehm wirkt, würde ich deswegen von der 3 zu 4 hochgehen. An sich lässt sich's gut trinken, Nachgeschmack passt auch, Farbe passt, alles passt wunderbar. Also für mich ein klares 4-Sterne-Bier, 4 von 5 Sternen. Ich weiß nicht, ob es dadurch jetzt das beste Bier aus der ganzen Reihe ist. Ich habe nie zusammengezählt. Ihr hättet mal zusammenzählen müssen, welches Bier welche Noten erreicht, also wie viele Punkte. Finde ich aber angenehm. Ist bis jetzt, glaube ich, mein Lieblingsbier. Auch so in der Kombination mit Farbe, Etikett und Geschmack, also... Ich habe noch alle Flaschen von 2018 und von 2019 da. Ich werde beim 24. dann jeweils aus 18 und 19 meine Lieblingsflasche mit dem Lieblingsetikett mitnehmen, um zu gucken, ob irgendeins da rankommt. Das war's auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und gönnt euch Zwickelbier.